Bei der Suche nach dem richtigen Kieferorthopäden oder der Kieferorthopädin trifft man heutzutage auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Qualifikationsbezeichnungen. Als Patient ist man da leicht verunsichert, weil man nicht weiß, was diese Qualifikationsbezeichnungen über die genaue Ausbildung des Arztes aussagen. Schließlich geht es bei der Entscheidung zu einer kieferorthopädischen Behandlung nicht nur um ästhetische Aspekte, sondern auch um die Gesundheit ihrer Zähne oder die ihres Kindes. Gehen wir doch mal die verschiedenen Qualifikationsbezeichnungen durch. Da gibt es also den Zahnarzt mit Tätigkeitsschwerpunkt Kieferorthopädie. Außerdem gibt es den Master of Science Kieferorthopädie. Oder es gibt uns, die Kieferorthopäden. Wir sind Fachzahnärzte für Kieferorthopädie. Zahnärzte ohne Facharztausbildung und ohne Fortbildung zum Master of Science Kieferorthopädie können sich selbst als Zahnärzte mit Tätigkeitsschwerpunkt Kieferorthopädie bezeichnen und dies bei der Zahnärztekammer angeben. Zahnärzte ohne Facharztausbildung sind beispielsweise der Master of Science Kieferorthopädie. Dieser wird von einem Allgemeinzahnarzt durch den Besuch eines Lehrgangs erworben. Laut der Bundeszahnärztekammer sind die Voraussetzungen allerdings nicht gegeben, um sich anschließend zu einer Fachzahnarztprüfung bei einer Landeszahnärztekammer anzumelden. Wir Fachzahnärzte für Kieferorthopädie oder Kieferorthopäden sind ausschließlich auf die Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen spezialisiert. Das erforderliche Fachwissen erwerben wir durch ein 5-jähriges Zahnmedizinstudium an einer Universität und eine anschließende 4-jährige Weiterbildung im Bereich Kieferorthopädie. Nur wer diese 9-jährige intensive Ausbildung absolviert hat, darf sich anschließend bei einer Landeszahnärztekammer zur Fachzahnarztprüfung anmelden. Nach erfolgreichem Abschluss der Fachzahnarztprüfung darf man sich endlich Fachzahnärztin für Kieferorthopädie oder Kieferorthopädin nennen.